Lass mich noch ein bisschen träumen. Einen schönen Traum von dir und mir. Dass das immer zu so weitergeht. Und dass ich es nie verliere. Ja, hallo, grüße euch. Ich hoffe, ihr seid wohlauf. Wie ihr hört, bin ich gerade Proben eines richtig tollen, gute Laune-Songs. Das Stück heißt Lass mich noch ein bisschen träumen. Es ist das Stück 7 des Albums Der Lauf der Dinge. Diese Idee hier zerhagelt mir ein bisschen meinen Plan eigentlich, die Anmoderation, was ich eigentlich sagen wollte. Ich meine, das klingt ziemlich gut, es kommt mir zwar irgendwie bekannt vor irgendwoher, aber ist egal. Ich habe ja im vorigen Video ein bisschen über Songwriting-Techniken geschrieben und gesprochen und auch so ein bisschen vom Klauen geredet. Was ich bewusst jetzt nicht gemacht habe, aber was man vielleicht öfters mal tun sollte. Okay, wie gesagt, das ist eine schöne Idee. Eigentlich geht der Song ein bisschen anders. Auf der Platte geht es los mit Klavier. Dann kommt echtes Schlagzeug dazu, da bin ich auch ganz stolz drauf. Und ich habe auch gemerkt jetzt in den letzten Wochen, wie wichtig eigentlich echtes Schlagzeug für meine Musik ist. Und ein bisschen viel programmiert ist doch auf dem Album. Und das wird bei der nächsten Produktion jedenfalls ein bisschen anders werden. Und also, ich habe jetzt eine Akustikversion gemacht mit Drop C, also Drop D, das war mir eigentlich geläufig, aber dann Drop C, dass das eigentlich funktioniert, das hatte ich eigentlich nicht so auf dem Schirm. Ja, okay, das geht für jetzt reicht. Lass mich noch ein bisschen träumen, schön träumen von dir und mir. Immer zu so weitergeht und dass ich es nie verliere. Ja, das einzige Problem dabei ist das, du musst da schon sehr, sehr aufpassen und das, ja, wenn du da solo den Song so performst, dann wird es schwer mit den Standard 3 Fassbier beim Auftritt. Und deswegen muss ich da irgendwie eine andere Version machen, weil der und ich dachte so an eine schöne Akustikgitarre. Mit so zwei Streichquartetten und ja, vielleicht ein bisschen Beat, vielleicht Upright Bass. Rhodes wäre natürlich schön, aber das wäre dann vielleicht doch wieder ein bisschen zu viel. Jedenfalls, was ganz wichtig ist, ist ein schönes E-Gitarren-Solo mit einem Vox AC30 mit vorgeschaltetem Big Muff Verzerrerpedal. Die Gitarristen unter euch wissen, von was ich rede. Das Ding klingt so ein bisschen nach Mülleimer, aber in gut. Ja. Und die Gitarre muss dann so laut sein, dass sie im Prinzip sofort rückkoppelt, wenn du die Hände nicht an den Seiten hast. Lass mich noch ein bisschen träumen, schön träumen von dir mehr, dass das immer zu so weitergeht. Und dass ich es nie verliere, das Gefühl der
ist die Schatten. Und wir zwei zusammen waren. Und von dem ich mal das dachte. Sorry. Bringt mich aber auch ganz gut hier, dann kann ich endlich mal diesen Knopf zumachen. Ist nämlich total nervig. Oder ich krempel das um irgendwie. So ist irgendwie Hemden. Ja. Und von dem ich mal dachte, es wird noch in 1000 Jahren. Küss mich still. Halt mich fest. Lass mich bitte nur nicht gehen. Yeah, lass mich noch ein bisschen träumen. Lass mich noch ein bisschen träumen. Einen schönen Traum von dir und mir. Jetzt kommen die Streicher. Träumen, den schönen Traum von dir und mir. Jetzt Big Muff Solo. Wir haben eine Modulation gemacht, einen Halbton höher. Also eigentlich eine Rückung. Und jetzt kommt eben dieses Big Muff Gitarren-Solo. So keinen Sinn. Pfeifen, Mordsgepfeife. Dann wird's leise, aber die Gitarre pfeift noch so ein bisschen im Hintergrund. Küss mich still. Halt mich fest. Lass mich bitte noch nicht gehen. Yeah, lass mich noch ein bisschen träumen. Lass mich noch ein bisschen träumen. Den schönen Traum von dir und mir. Von dir und mir. Von dir und mir. So, die Kameras haben sich abgeschaltet. Dann wollen wir diese hier manuell ausschalten. Ja, sehr gut.